Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, werte Freunde. Hier sind wir nun. Ich habe ihn gefunden. Er wartet doch an den Docks, nicht an dem Lagerhaus. Das war ein bisschen missverständlich beschrieben in der Questlog. Ach, ich hätte meinem Bauchgefühl vertrauen sollen, ne? Bevor ich in das Questlog geschaut habe, habe ich gedacht, ja, irgendwo hier im Hafen. Aber ein Lagerhaus im Journal dann, das hat mich dann komplett verwirrt. Denn er ist hier unten. Genau hier wartet unser werter Moog. Und mit dem werden wir jetzt reden. Passt bloß auf. Ich habe gute Augen. Dies ist ein großartiger Abend, um in den Docks zu sitzen, wo einen der Gestank der Fischinnereien wirkt. Ihr müsst John McLeod sein. Derjenige, der Aran aussandte. Okay, Aran hieß der Typ nochmal zur Erinnerung. Ja, so ist es. Ihr müsst Moog sein. Das bin ich. Verdammt gut, hier Rückendeckung zu haben. Ich habe von euch gehört. Habt euch einen Namen als Abenteurer gemacht. Na, danke, ich tue mein Bestes. Seid ihr nicht ein wenig zu heroisch, um nur Waren für Aran zu bewachen? Dies ist nur ein kleiner Pfad auf der Straße zu einer weiteren Heldentat. Ich bin glücklich, eine Rolle in eurem kleinen Drama zu spielen. Könnt ihr mir sagen, wie die Lage ist? Die Lage ist die, dass ich die gleiche Person viermal vorbeikommen sah. Jedes Mal sah er ein bisschen anders aus, aber ich weiß nicht, dass er... Ich weiß, dass er der gleiche war. Okay... Ist euch sonst nichts Merkwürdiges an ihm aufgefallen? Vielleicht wohnt er ja hier. Er streifte durch die Gegend und beobachtete mich. Nun, da ihr hier seid, kann ich vielleicht etwas über ihn in Erfahrung bringen, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Ja, gut, klingt wie ein ausgezeichneter Plan. Falls dies der Mann ist, den wir suchen, wird es nicht lange dauern, ehe er sich wieder zeigt. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ein wunderschöner Tag. Was immer ihr auch sucht. Wir haben unsere Antwort. Da kommt er wieder. Er sieht bei Nacht anders aus. Irgendwie gruselig. Wartet hier. Ich werde herausfinden, was da los ist. Ja gut, ich habe jetzt gedacht, der läuft so ganz nebenbei, so hin und her, ne? Aber wenn er direkt vor uns erscheint, vor allem so erscheint, dann finde ich das doch ein bisschen sass. Hey da, Freund. Ein schöner Abend für einen kleinen Spaziergang, nicht wahr? Moog, ich habe euch gesucht. Wer spricht da zu mir wie ein alter Bekannter? Lassal. Das ist passend, Moog, denn ich habe euch beobachtet. Ach ja? Was für dem Schilde? Wirklich, meine Schöne. Es wird Zeit für euch, dieses Leben zu verlassen. Die Beutestücke der Verbrechen eines anderen Mannes zu bewachen, ist kein Leben für eine Frau. Ihr dürft gerne eure eigene Meinung haben. Vielleicht entscheide ich mich zu bleiben, wo ich bin. Wählt nicht den schwierigen Weg, Schwächling. Ihr werdet auf jeden Fall zu mir kommen. Erwartet keine Hilfe von diesem Abschaum. Ihr Tod wird, so wie ich es in den Sternen, wie es in den Sternen steht, heute Nacht stattfinden. Zu mir, John! Verrat liegt in der Luft! Wow. Ich hatte keine Chance, sie zu retten. So ein Babsack. Na gut. Das lief jetzt natürlich nicht so toll. Verdammt sei eure Seele, Emporkömmling. Ich habe euch nicht zum letzten Mal gesehen. Das ist ja so ein Vampire, ne? Einer von der Sorte natürlich. Und die jammern immer noch, ey. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Läuft doch alles gut. So. Okay.
Ja, das war ja eine tolle Wache, die wir hier absolviert haben. Ganz toll. Heinz, jetzt ist der Tag erster Stunde. Ich habe Muck im Haftviertel getroffen. Sie hat mir von einem Mann berichtet, der schon mehrere Male um das Lagerhaus geschlichen ist und offenbar ausgekundschaftet hat. Als er erneut auftauchte, hat sie ihn angesprochen, er hat sie einfach getötet. Wir haben den Mann, oder besser gesagt dieses Wesen, besiegt. Er hat sich vor unseren Augen in eine Nebelwolke verwandelt und uns bei seiner Flucht noch übel beschimpft. Ich bin mir sicher, dass es ein Ereignis, das die Aufmerksamkeit Arans erregen wird. Ich sollte ihm am Morgen Bericht erstatten. Wirklich erst am Morgen? Dann dürfte die Gruppe ja wirklich mal schlafen. Zumindest ein paar Stunden. Wenn es endlich Ruhe gibt, ey. Normalerweise bin ich ja nicht so der Fan davon. Aber eigentlich... Ach, ist es auch egal, oder? Lass doch pennen. Ich meine, wir haben ja jetzt Main Story. Ich glaube, wir kommen jetzt länger nicht mehr zum Schlafen. Es sei denn, die Kämpfe werden deutlich anspruchsvoller. Aber so die wahren Herausforderungen haben uns ja eher in den optionalen Quests und neueren Gebieten erwartet, nicht wahr? Sag mal, kann ich hier pennen? Ich kümmere mich drum. Ich bin hier im oberen Stockwerk. Schauen wir mal. Ja, das sieht schon besser aus. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daum seinen Gästen wieder ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Wie ein König. Aber nur bis zum Morgengrauen, obwohl die schlafen 8 Stunden so oder so, ne? Kann ich gar nicht mal... Na gut, dann schlaft 8 Stunden. Soll mir recht sein. Jetzt habe ich wieder nicht richtig gedrückt, ne? In einer Taverne lässt sich's gut trinken, singen und spielen. Alles andere müsst ihr euch anderswo suchen. Wie preiswert das ist. Na gut, es gibt ja auch Ratten im Zimmer, von daher. So, jetzt will ich nichts mehr hören von euch. Bei eurem ständigen Gejammer, ey. Am Tag soll das jetzt auch sein. Wie lange habt ihr? 8 Stunden, gut. Dann kann jetzt nichts mehr schief gehen. So, hier komme ich raus. Ah ja. Aran, okay, jetzt den wiederfinden, aber das sollten wir hinkriegen. Da waren wir in der letzten Session ja schon mal. Das sollte gehen und ich hoffe, ich kriege dann einen anspruchsvolleren Job. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns irgendwann wirklich gegen diesen Vampirkult so richtig... entgegenstellen, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, ich kann mich nur noch an ein ganz tolles Gebiet erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wann das kommt. Und alles andere ist bei mir absolut, alles andere weiß ich nicht mehr. So, müssen wir hier hin. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ich hoffe mal, ihr kommt da problemlos. Ja gut, ne, haben wir ja alles schon erledigt. Na ja, kurz was trinken, bis die Heldengruppe erscheint. Da kommt sie angedratscht. Kommen sie. So, Moment mal, das sind mehrere auf einmal. War das schon immer so? Schläger? Ey, krieg ich jetzt eine Bestrafung, weil ich Mook nicht beschützt habe? Ich kann nichts dafür. Was habt ihr zu berichten? Ob das wie erwartet lief, ich weiß ja nicht. Sie haben angegriffen und es war viel gefährlicher, als ihr gesagt habt. Mook ist tot. Wow. Gibt das einen auf... Also, für so einen Job hätte ich gern auf langfristig, für so viel Erfahrung. Dennoch steht ihr hier, lebendig. Die Belohnungen werden die Risiken überwiegen. Zumindest hoffe ich das. Mook und die Erinnerung an sie werden uns die Gefahr nicht vergessen lassen. Dankeschön. Und jetzt weiter mit dem, was ihr noch braucht. Die Ereignisse bestätigen meine Befürchtungen. Diese rivalisierende Gilde weiß genau, was wir tun. Wahrscheinlich aufgrund der Verräter, die zu ihnen übergelaufen sind. Wir müssen weitere Verräter davon abhalten, uns zu verlassen. Zwei unserer Männer, Jalos und Jehan, planen unsere kleine Gemeinschaft zu verlassen.
und zum Feind zu überzulaufen. Woanders ist das Gras immer grüner oder irgendetwas, na, ihr wisst schon. Sie sollen ihre Kontaktperson im ersten Stock der Schenke, die 5 Krüge, im Brückenviertel treffen. Geht dorthin und stellt euch als einer der 9 Rekruten unseres Feindes vor. Ich will wissen, wo sich das Versteck des Feindes befindet. Das könnte ich dir sagen, es ist beim Friedhof höchstwahrscheinlich. Das müssen wir noch finden. Dieser Rekrutierer kann jeden Moment eintreffen. Also solltet ihr besser euch auf den Weg machen zu den 5 Krügen. Sie könnten sich als unvernünftig und unzumutbar herausstellen, also seid auf Feindschaft gefasst. Kommt wieder, wenn ihr die benötigen Informationen habt. Nun werden wir ganz bestimmt jemanden auf die Zehen treten. Seid vorsichtig, John. Okay, Hook ist tot und ihr Mörder ist in der Nacht verschwunden. Ich muss die Ereignisse... Ja gut, das haben wir ja gerade gemacht. Das habe ich vor. Habt ihr noch weitere Bedenken? Ich will die Sache nicht verkomplizieren. Ich mache mir nur Sorgen darum, mit wem wir wohl aneinander geraten werden. Ich glaube, das ist unvermeidlich, Yoshimo. Ich will euch nicht aufhalten. Wir werden alles tun, was getan werden muss, wenn die Zeit kommt. Okay. Boah, ist das schön, wenn man einfach mal so Quest-Forwarding macht, ne? Das erste Mal in Baldur's Gate 2, habe ich das Gefühl. Also ab zum Brückenviertel. Ja, ich weiß nicht, manche machen das vielleicht auch so, dass sie sich diese Nebenquests immer so ein bisschen aufteilen. Dass man jetzt quasi im dritten Akt noch einiges offen hätte und im vierten und im fünften, was weiß ich. Und ich hätte dann immer die Angst, dass es später halt nicht mehr möglich ist. Und deswegen mache ich immer gleich alles Nebensächliche immer zuerst, bevor ich auch nur ansatzweise die Mainquest antouche. Was jetzt natürlich zur Folge hat, dass wir richtig straightforward spielen können. Ich glaube, wir kriegen nicht nochmal so einen Berg an Side-Missions. Aber, ja, macht ja nichts, ne? Wir sind ja schon lang genug hier rumgegoftelt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Die Gruppe ist schon längst zusammen und ich habe einen beschissenen Ausgang gewählt, sehe ich gerade. Oh nein. Da kommen wir nicht. Oder können die da außen rum? Geht das? Ups. Oh, ich habe wieder W gedrückt. Oh Mann. Ah, alles gut. Die kommen da raus. Gut. So, dann bitte zum Ausgang. Wir müssen zum Brückenviertel. Ihr habt es gehört. Seit wann? Hä? Habe ich aus Versehen gedrückt, dass John nach Fallen zu? Okay. Habe ich bestimmt auch wieder irgendwas von WASD gedrückt. Hey, was liegt denn da rum? Ach, das war wahrscheinlich wieder so ein random Kampf, wo ich nicht beteiligt war. So, okay. Das Gold nehme ich doch gerne an mich. Ach man, schon wieder W gedrückt. Wo ist die Weltkarte hier? Ich kam doch hier raus, oder? Hallo? Hä? Pfeiltasten kann ich scrollen. Ah, da. Ganz am Rande. So, die Brücke. Ich hoffe, das bringt was. Und von hier aus die 5 Krüge. Dann laufen Sie mal dahin, bitte. Na, da, da kommen sie. Frisch ausgeruht. Da war ja auch noch so ein komischer Raum, den wir noch irgendwo hier in der Nähe, ne? Oh, diese Extra-Kämpfe. Wie gesagt, überlege ich mir noch, ob ich die wirklich machen will. Ich habe jetzt nur Bock auf Story. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben? Rose Bouquet, kennen wir dich schon? Nein, wir lassen uns nicht ablenken. Vielleicht, wenn wir hier rauskommen. Obergeschoss hieß es, ne? Ich kümmere mich. Schauen wir mal. Okay, wir müssen uns gut anstellen. Wir haben gespeichert. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Wir wollen ja Informationen, ne? Ich bin bereit. Bringt nichts, wenn wir gleich irgendjemanden umkloppen. So. Hallo? Mit wem muss ich reden?
sehe ich niemanden. Ich drücke gerade die Taste, womit ich... Okay. Wer ist da? Hallo? Wie heißt du? Aritzias? Sagt mir nichts. Bleib doch mal stehen. Habt ihr etwas gesagt? Okay, ne, du bist es nicht. Bin ich hier wirklich... Ja, aber es hieß im Obergeschoss, im zweiten Stock, ne? Aber vielleicht in einer der Zimmer. Gast. Da ist er. Cehan, so hieß er. Die beiden. Geht mir langsam auf die Nerven. Wer seid ihr? Verdammt, ich hab doch gewusst, dass wir verfolgt werden. Locker bleiben, Chalos. Vielleicht sind sie nur aus dem gleichen Grund wie hier. Viele haben davon gesprochen, den Wechsel zu vollziehen. Könnte wohl sein. Ihr da, was macht ihr hier? Sprecht und zwar schnell. Okay, jetzt müssen wir mitspielen. Schauen die bei uns zu bringen? Nee. Wir wollen doch mitspielen, wir wollen Infos. Nur so mal reingeguckt. Das ist doch eine öffentliche Kneipe. Ihr wart mir verabredet. Ich dachte schon, ihr werdet hier mich... Na, eher die drei, oder? Mit der Kontaktperson verabredet. Ich dachte schon, ihr wärt hier, um mich umzubringen. Und welche Person könnte das sein, Freund? Oh, oh. Die Kontaktperson für die andere Gilde. Sein Name fällt mir gerade nicht ein. Warum? Wisst ihr das nicht? Versucht ihr, mir Informationen zu entlocken? Seid ihr ein Spion oder was? Raus mit der Sprache! Was? Nein! Nein! Ich weiß es ja! Ich bin kein Spion! Maul halten! Und das bringen uns einfach um, anstatt uns aufzunehmen! Oh Mann, ich glaube, wir sind Spione! Gleich müssen wir sterben! Die glauben, wir sind Spione! Gleich müssen wir sterben! Schon gut! Alle mal ruhig bleiben! Ich weiß ja nicht. Boah, ich weiß nicht, ob das nicht zu weit geht. Hört auf euren Kumpel, Freundchen. Ihr steckt ganz schön in der Patsche. Oh, ihr seid lustig. Zu glauben, dass wir uns einfach hinlegen und sterben? Wir kommen hier raus, und zwar solange die Chancen noch gut sind. Bringt sie um, bevor Grayson kommt. Sonst werden sie uns nie nehmen. Okay, es läuft zum Kampf hinaus, aber wir haben den Namen. Also umsonst war es nicht. Immerhin der Name. Cehan, ihr seid so ein Idiot! Okay, let's go. Oh, er ist auf den Idioten. Hier, jetzt kommt wieder die Hälfte nicht rein. Man kennt es. Mit was kämpft ihr eigentlich gerade, Schwert? Fernkampf, Fernkampf, Fernkampf. Ist mir fast ein bisschen zu viel Fernkampf. Ich denke, ich bin soweit. Geh du auch mal aufs Schwert. So. Ja, das sollte nicht sein. Komm. Oh shit, was war das? Sag bloß, die Kontaktperson kommt gerade. Keine zweite Chance. Wer kann denn hier zaubern? Was war denn das? Oh, war das eine Chaosmagie? Irgendwas wurde auf mich gezaubert. Ich weiß jetzt gerade nicht. Naja, egal. Das Problem haben wir auf jeden Fall gelöst. So. Die werden jedenfalls nicht rüber wechseln. Eigentlich, theoretisch könnte ich doch jetzt warten, bis die Kontaktperson kommt, oder? Vielleicht da noch etwas entlocken, aber wahrscheinlich will das das Spiel nicht. Schauen wir mal. Ich soll jetzt wahrscheinlich schon wieder Bericht erstatten. Aber ich habe keinen Questlog anscheinend. Hab schon noch ganz nett Erfahrung gegeben. So, kann ich den Standort... Ja, es geht eigentlich um den Standort, nicht um den einen Namen, ne? Gelingt es mir, ihren Kontaktmann der Nase herumzuführen? Doch ihren... Also, soll es doch hier weitergehen? Aber soll ich jetzt hier warten, oder... Wie ist das? Ich bin da. Hallo? Oh, da kommt... Kommt da der Kontaktperson? Hallo? Stopp. Kontaktmann der Gilde. Ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn die... Die Leichen zieht, oder? Hallo, wir reden...
Am besten hier draußen im Flur war es. Wird wahrscheinlich zu spät sein. Oder? Okay, okay, okay. Jetzt wird's mal interessant. Oh shit, der Name war... Grayson, oder? Ich meine schon. Ich meine Grayson. Kurzzeitgedächtnis hier wird abgefragt. Oh oh. Aber es müsste Grayson gewesen sein. Der Rest glaube ich nicht. Oder Craylen? Nee, ich höre mein erstes. Craylen oder Grayson, aber ich höre mein. Ich höre mein erstes. Es gibt auch. Schaut mal, es gibt auch mehrere Spielereien mit dem Wort C. Deswegen glaube ich eher, dass es auch was mit C ist und es müsste eigentlich Grayson gewesen sein. Na gut. Was hat das zu bedeuten? Ich habe diese Streitereien schon draußen auf der Straße gehört. Was geht hier vor? Nichts, Grayson. Nur ein paar Spione, die wir von unserem Treffen, uns vor unserem Treffen kümmern müssten. Nein, nein. Ich denke, dass ich euch glaube. Ihr könnt nicht sonderlich gut lügen. Ich denke nicht, dass ich euch glaube. Shit. Ich werde euch nur mal vorsichtig... Oh, habe ich jetzt doch den falschen Namen gesagt? War es echt nicht Grayson? Bin ich so doof? Okay, das laden wir. Das wäre ja schade. Der Autosave ist der neueste. Wisst ihr, mein früherer Besitzer sagte immer, ich sei scharf wie Nachbarn. Oh Mann, ich hätte echt gedacht, das war Grayson. Kurzzeitgedächtnis mal wieder am Pennen, ne? Langsam auf die Nerven. So, wir machen das genauso wie eben. So, das. So. Das ist natürlich peinlich, ne? Doch, Grayson! Es war Grayson. Aber trotzdem glaubt er mir nicht. Das ist ärgerlich. Woran liegt das? Würde ich einen falschen Namen sagen, ist er erst recht falsch. Grayson. Ihr seid so eine... Nee, 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 okay. Es ist definitiv Grayson. Okay, wir kloppen die nochmal um. Wir probieren es nochmal. Ich werde mir aber keinen falschen Namen sagen. Dann soll es halt nicht sein, dass wir hier das Vertrauen... Es sei denn, wir hätten das hier diplomatisch lösen können, ne? Das könnte natürlich auch sein. Aber das nehme ich jetzt so hin. Dann ist das eben so. Es muss nicht immer der perfekte Weg gewählt werden. Oh, diesmal kam er schneller, oder sie? Was haben wir da unten noch? Damit ich weiß, dass sie auch mit Verrätern getroffen hat. Dann läuft es ja auch auf den Kampf hinaus. Also das, Krater, das wäre ja auch gut. Okay, ich nochmal Grayson. Okay. Ja gut, dann ist es halt so. I command pure chaos. Die würde uns ja nicht den Standort verraten, denke ich mal. Trink einen Trank. Waffe unbrauchbar bei Yoshimo. Ach ja. Ich denke, ich bin soweit. Ich habe dir doch gesagt, du sollst die Waffe wechseln. So. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Ja, schade. Jetzt haben wir halt keine weiteren Infos. Aber die Quest muss ja trotzdem weitergehen. Oh, oder eben ja. Sie wird weitergehen, denn in diesem Schriftstück werde ich hoffentlich noch mehr erfahren. So, das lasse ich liegen. Schauen wir doch mal rein. Ah, okay. Grayson. Man hat euch alle notwendigen Ressourcen für die Ausübung eurer Pflichten zur Verfügung gestellt. Ihr solltet also ohne zu zögern agieren. Wir haben den Friedhofswärter... Es war doch so klar. Mehr als genug bezahlt. Dass er sich nicht bei den Grüften blicken lassen sollte. Achtet darauf, dass die Ungeziefer der Stadt ebenfalls geschmiert werden, damit sie nicht nach Spinnen jagen. Falls sie diese verdammte Peiner und ihre Haustierchen finden, werden sie wohl auch unweigerlich auf uns stoßen. Befolgt diese Instruktionen genau und ohne noch weitere Zeit zu vergeuden. Lasser.
Gut, das sollte ja ausreichen, dass ich jetzt auch offiziell weiß, dass es hier irgendwas mit den Friedhöfen im Untergrund zu tun hat, wo wir ja auch schon sehr, sehr gründlich waren. Wahrscheinlich bis auf die eine Tür, wo es dann zum Endkampf kommt. Quest hat sich trotzdem noch nicht aktualisiert. Sollte mir das Sorgen machen? Habe ich die schon gelootet, die anderen beiden? Nee, ne? Oh, haben eh nichts Besonderes. Okay. Ah doch, da ist doch was Neues, ne? Die fahnenflüchtigen Mitglieder der Schattendiebe sind getötet worden und der Kontaktmann, der sie sammeln sollte, hat mich angegriffen. Ich habe herausfinden können, dass sich die rivalisierende Gilde irgendwo im Friedhofsviertel befindet. Hoffentlich reicht Aran Linvale diese Information. Ganz ehrlich, wenn sie das nicht wissen, dann sind das die dümmsten Schattendiebe, die die Stadt je gesehen hat. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich glaube, so ziemlich jeder kann sich das denken, dass die dort hausen. Und die haben ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht, ne? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich meine, die hatten ja auch versucht, uns zu rekrutieren, falls ihr euch erinnert. Das ist zwar schon ewig her, aber das war auf jeden Fall mal... Wenn es denn sein muss... Eine Sache. Hier raus. Die Idee, das mir zu übertragen. Wo ist denn hier der Ausgang? Ne, hier, stopp. Komm, der Rede wert. Gerade eben habe ich. Aber hier war ja auch ein Ausgang, oder? Kam ich nicht von hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist schon gut. Ich bin wieder lost. Ja, hoffentlich hören die Boten auf, die Aufträge jetzt langsam mal auf. So spannend ist das jetzt nicht. Erst sammeln, aber bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich befürchte ja. Doch wir haben ihn gut bewältigt. Was ist kürzer hier oder da lang? Ah, gehen wir hier lang. Ich befürchte ja, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir erstmal gegen diese dunklen Vampir-Gilden-Typen kämpfen müssen. Diesen Feind loswerden müssen. So, da kommen sie angelatscht. Ja, schön, ging auch niemand verloren. Wieder zurück zu den Docks. Ich bin bereit. Und wieder durch die ganze Map. Ah, nicht dahin. Vergiss es. Nichts mit ganzer Map. Wir sind ja schon hier. Alles gut. Erstatten wir Bericht. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Ja, großartige Taten. Wir arbeiten gerade für die Diebesgilde, aber ist okay. Eri ist glücklich, ist doch schön. So. Ich bin dabei. Okay, das ist wieder mein Moment, etwas trinken zu können. Yay! Nur so einen trockenen Mund in letzter Zeit, aber gut. Ja, auch schon wieder über 30 Grad, ne? In den Streams habe ich meine Klimaanlage meistens an. Abends. Aber wenn ich das hier aufnehme... Gegen Mittag, Nachmittag. Da habe ich sie noch nicht an. Muss auch ein bisschen sparen. So. Dann wollen wir mal. Was habt ihr über Jelos und Kehan zu berichten? Die Kontaktperson und eure Überläufer sind tot. In einem Brief wurde das Friedhofsviertel erwähnt. Das Friedhofsviertel? Dann befindet sich ihr versteckt zweifellos in den darunter liegenden Krypten. Wenn man sich das anschaut, was wir bisher über die dunkle Natur wissen, überrascht mich das nicht. Ja, wer hätte es gedacht. Boah, das ist echt fette Erfahrung, was man da so kriegt. Ihr wart nicht die Einzigen, die letzte Nacht beschäftigt waren. Der Anführer dieser rivalisierenden Gilde hat einen waghalsigen Angriff auf uns gestartet. Sie kann nur eine Vampirin sein und viele ihrer Diener auch. Es ist an der Zeit, zurückzuschlagen. Und die Leute, sowie die Stadt, die sie eingenommen hat, zu beschützen. Seid auf der Hut. Diese Boti ist der intelligenteste und brutalste Gegner, den ich je hatte. Wenn wir nachlässig werden,
wird das für uns von Nachteil sein. Ja, Buddy, das ist genau die Dame, die uns damals auch versucht hat zu rekrutieren, aber wir haben uns sehr dagegen gestellt, weil uns das dann doch zu düster war. Es wäre natürlich super interessant gewesen, mal die Seite zu sehen. Ich glaube, ich hatte die noch nie gesehen. Aber es hat irgendwie auch nicht zu unserer Rolle und zu unserer Gesinnung etc. gepasst. Weil so durchtrieben sind wir dann halt auch nicht. Aber ja, wie ich schon befürchtet habe, jetzt ist sie unser Feind. Natürlich. Begebt euch zum Friedhofsviertel und findet ihr Versteck. Unter den Gräbern gibt es ein Netz aus Höhlen und Gängen, in denen ein anderer Spion einen von Buddys Dienern aufgespürt hat. Dort werdet ihr knapp nördlich des Spinnenhauses blaue Türen finden. Die Türen sind zu schwer, als dass sie von einem Sterblichen geöffnet werden können. Aber die Vampire durchschreiten sie mit Leichtigkeit. Das ist krass, ne? Ich musste erstmal die Location rausfinden, aber irgendwie wissen die komplett Bescheid, was da unten abgeht. Seltsam, aber okay. Aber ich erinnere mich. Wir haben zwar alles durchgekämmt, aber diese eine große Tür haben wir nicht aufbekommen, natürlich, ne? Weil Story-Driven, dass erst jetzt kommt, das sollte man natürlich nicht vorneweg machen, ist schon klar. Dann brauchen wir beim Öffnen Unterstützung. Ich werde euch einen Zauberer schicken, der dafür sorgt, dass die Türen sich öffnen. Hier, ihr werdet diese Pfähle benötigen, wenn ihr diese Kreaturen wirklich fertig machen wollt. Holzblock, ja klar. Das muss aber dann ein sehr, sehr besonderer Zauberer sein. Ich weiß nämlich ganz genau, dass ich da auch meinen Klopfzauber probiert habe. Da muss es ja noch einen besseren geben. Naja, ist halt Storyplot, ne? Auf einmal ist es kein Problem mehr. Na gut. Wenn ihr das Böse in ihnen vernichtet habt, kommt hierher zurück und ich werde meinen Teil der Verabredung einhalten. Wenn ihr diese Arbeit gut macht, könnt ihr Imoen am Morgen sehen. Was sagt ihr? Oh, das klingt zu optimistisch. Gleich am nächsten Morgen. Na, ich weiß ja nicht. Aber wir sind natürlich dabei, Leute. Ich begebe mich umgehend zum Friedhofsviertel. Diese elenden Kreaturen werden nicht entkommen. Ihr habt meine besten Wünsche, John. Ich wünsche euch alles Gute. Bong. Da gab es ein Level-Up, oder? Oder war das ein Ruf? Ne, Minsk-Stufe erhöhen. Ah, das Plus sieht man fast gar nicht, weil er dreistellig ist in seinem TP-Bereich. Aber das ist ein... Gut, das ist John auch. Gut, dann machen wir es eben von hier aus. Stufe erhöhen, da haben wir's. Okay, irgendwie nix. Edwo wird nochmal reduziert. Priesterzauber. Okay. Jetzt nichts Besonderes an sich. Unser guter Minsk. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, dann lass mal speichern. Wir wissen, was zu tun ist. Und ich würde sagen, wir machen das auch gleich, ne? Halt nicht dahin. Hierhin. Wenn es denn sein muss. Glaube ich. Na gut, beides geht wahrscheinlich, ne? Okay. Auf zum Friedhof. Damit endlich dieser Krieg ein Ende findet. Ne, hier bin ich definitiv falsch. hier hin. Hier passt schon. Ja, irgendwie komisch, dass nur wir das regeln sollen, ne? Und die ganze andere Gilde, die bleibt da hocken. Na, wenigstens schicken sie mir einen fähigen Zauberer. Ich hoffe, der macht nicht nur die Tür auf, sondern wird auch im Kampf ein bisschen mithelfen. Das wäre ganz liebensnett. Gute Idee, ja. Das mir zu übertragen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ist ja theoretisch auch taktisch von Vorteil, wenn man tagsüber dorthin geht, ne? Ich meine, die werden natürlich nicht alle pennen, aber rein theoretisch werden die tagsüber nicht so fit wie nachts. Unsere Karten sind gut und dienen dem Gleichgewicht in allen Dingen. Ja, unsere Taten sind gut und ich denke auch hiermit tun wir etwas sehr Positives, nicht nur für die
Schattendiebe, sondern auch für die ganzen Bewohner von Adkatla. So, wo gehe ich denn jetzt am ehesten rein? Ja, hier dann, ne? Ich glaube, es gab mehrere, ja, hier auch. Weiß jetzt nicht mehr, was der kürzere Weg ist, ist auch egal. Da sollte ja eigentlich das meiste noch tot sein. So, kommt, meine Freunde. Steigen wir mal wieder hinab. So, die Gruppe ist bereit. Ja, wunderbar. Aber, was wir da unten erleben werden, ob das wirklich alles gut läuft, ob wir eine Chance gegen Boot hier haben, das alles sehen wir dann das nächste Mal, werte Freunde, wenn es hier weitergeht mit Baldur's Gate 2. Also bis denne!